das Geschehen abseits der Bühne, das Geschehen im Tanzquartier, im Büro, in dem einen Studio, im Foyer, wo wir jetzt sitzen, das soll zwischen 17 und 22 Uhr im Museumsquartier Innenhof sichtbar werden mit unserer sozusagen Interpretation des Rundums. Also es ist sozusagen ein abstrakter Raum, also kein realer Raum, aber die Personen sind echt. Also die werden von einer Software ausgeschnitten und sind live draußen zu sehen. Das Nicht-Sichtbare wollten wir sichtbar machen. Sozusagen nicht nur das, was auf der Bühne passiert, sondern wir wollten die Bewegungen tatsächlich im Haus extrahieren. Also ich weiß nicht, ob du es irgendwie weißt, wie es funktioniert? Nein. Okay. Also prinzipiell haben wir jetzt mal 6 Kameras, im Studio zum Beispiel 2. Die Kameras nehmen auf und versuchen zu bestimmen, was der Hintergrund ist, nämlich das, was sich nicht bewegt, beziehungsweise das, was beständig bleibt. Okay. Und ziehen das ab, das heißt, stellen alle Akteure frei. Dann das Hintergrundbild, das du siehst, das ist nicht der tatsächliche Raum, sondern das ist ein Modell vom Raum, das wir gebastelt haben. Das heißt, die Akteure werden auf dieses Hintergrundbild an der richtigen Stelle hingestellt. Und sobald es jetzt Lichtveränderungen gibt, kommt jetzt wieder der Hintergrund zum Vorschein, weil dort sich sehr viel tut oder bewegt. Und dann denkt er, das ist ein Akteur und stellt den Akteur frei. Wenn jetzt längere Zeit, nämlich eine Minute in einem Raum nichts passiert, dann kommt entweder ein Echo oder ein lyrisches Element oder ein Change oder ein Intermezzo. Jetzt die Changes, das ist eigentlich sehr was Schönes, wenn, das gibt es nur fürs Studio, kommen von oben so direkt rein ins Bild, kommen Andreas Hände und pinseln eine Tapete auf, eine Blumentapete. Okay. Ja, dann verschwindet die Hand, die Tapete bleibt. Und diese Tapete ist dann der neue Hintergrund. Das heißt, wenn jetzt dort tatsächlich Live-Akteure sind, dann tanzen die vor dieser Tapete. Oder Andreas Hände kommen und rollen eine grüne Wiese aus. Ja? Das kann man auch mit der Tapete kombinieren. Ja? Und dann gibt es auch eine Tapete, wo hinten ein ausgeschnittener Baum ist. Und da drin sind auch entweder die echten Akteure oder die lyrischen Elemente. Und davor kann es noch schneien. Ja, und hier geht jetzt ein wunderschöner Abend so langsam dem Ende zu. Jetzt setzen wir uns noch ein wenig nach hinten, trinken noch das eine oder andere Bier, feiern diesen wunderschönen Abend, diesen Beginn, diese Premiere. Was wird noch passieren in diesen Räumen? Man weiß es nicht. Mord, Totschlag, Scheidungen. Ein Paar trifft sich, verliebt sich. Streit, Trauer, Freude, Glück. Die Zukunft ist oft ungewiss und macht das Herz uns schwer.